Das Beste an der Kirschsaison? Natürlich Kuchen. Und deswegen backen wir heute zusammen diesen saftigen Kirschkuchen vom Blech. Hi, ich bin's wieder, Fabiana von Einfach Backen. Und wie einfach der Kuchen zubereitet wird, das zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt. Für den Rührteig brauchen wir Schattenmorellen, weiche Butter, Zucker, Vanillezucker, Salz, Eier, Mehl und Backpulver. Für die Streusel brauner Zucker, Zimt, weiche Butter und Mehl. Für den Teig schlage ich die weiche Butter mit dem Zucker, dem Vanillezucker und einer Prise Salz schaumig auf und gebe nach und nach die Eier dazu. Während die Maschine fleißig arbeitet, mische ich das Backpulver mit dem Mehl und gebe das Ganze nach und nach zu der Mischung dazu. So, unser Kuchenteig ist fertig. Das ging wunderbar schnell. Der Teig ist etwas flüssiger als sonst. Das ist nämlich ein Rührteig und kein Mürbeteig. Und der kommt jetzt direkt auf unser Backblech. Dafür habe ich mir hier schon eins vorbereitet mit Butter eingefettet. Das Backblech ist etwa 38 auf 45 cm groß. Und darin verstreiche ich jetzt den Teig. Das müsste jetzt ungefähr gleichmäßig verteilt sein. Und auf den Teig kommen jetzt direkt unsere Kirschen. Lass die Kirschen auf jeden Fall sehr gut in einem Sieb abtropfen. Die sind eh schon super saftig, aber dadurch sind sie nicht ganz so mit Flüssigkeit gefüllt, sonst wird euch der Kuchen matschig. Ihr könnt die Kirschen auch noch mal ein bisschen ausdrücken, bevor ihr sie auf den Teig gebt. Ja, da ist immer noch Flüssigkeit drin. Aber dadurch wird der Kuchen natürlich auch besonders saftig. Ihr könnt, wenn ihr wollt, natürlich auch frische Kirschen verwenden für den Kuchen. Die müsst ihr vorher natürlich entsteinen. Das ist ein bisschen Fleißarbeit. Schmeckt aber genauso gut. Der Kuchen wird dadurch aber nicht ganz so saftig wie mit Kirschen aus dem Glas. Der Kirschkuchen ist fast fertig. Was jetzt noch fehlt, sind die Streuseln und die bereiten wir jetzt zu. Dafür verrühre ich die Butter mit dem Zucker und dem Zimt und gebe zum Schluss das Mehl dazu und verknete das Ganze zu Streuseln. Die Streusel verteilen wir jetzt auf dem Kuchen, so dass die ganzen Kirschen dann gleichmäßig damit bedeckt sind. Blechkuchen ist ja schon was Feines, ne? Den könnt ihr natürlich nach Lust und Laune belegen, also zum Beispiel mit Pfirsichen, Äpfeln oder auch mit Brombeeren, Heidelbeeren. Geht schnell und man hat vor allem, wenn sich viele Gäste angekündigt haben, auf jeden Fall viel Kuchen da. Das reicht dann für alle. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welchen Blechkuchen ihr am liebsten backt. Mit oder ohne Streuseln, mit oder ohne Obst. Lasst mich das gerne wissen. Den Ofen habe ich übrigens auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt und da darf der Kuchen jetzt für etwa 35 bis 40 Minuten backen. So, schaut mal her, unser Kirschkuchen vom Blech ist fertig. Der duftet auch extrem lecker, gerade weil er noch so schön lauwarm ist. Ich habe ihn schon mit etwas Puderzucker bestäubt, muss nicht sein, könnt ihr aber gerne machen. Ich würde ihn tatsächlich lauwarm servieren. Dadurch, dass der Kuchen nicht allzu hoch gebacken ist, lässt er sich auch im lauwarmen Zustand optimal schneiden. Noch ein bisschen Schlagsahne dazu oder eine Kugel Vanilleeis und perfekt ist er für den Kaffeeklatsch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mir ein Like da lasst. Das Rezept zum Nachbacken findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken, lasst es euch schmecken und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, einfach backen. Moment, noch nicht wegschalten, ich habe hier noch was für euch. Wenn ihr unser Einfachbacken-Backbuch bestellen wollt, dann oben auf den Button klicken. Unten könnt ihr unseren Kanal abonnieren und hier habe ich noch zwei Videorezepte für euch. Viel Spaß!